Hallo und herzlich willkommen auf meinem Chimera State YouTube-Kanal. Auswandern aus Deutschland steht aktuell hoch im Kurs und daher erreichten mich viele private Nachrichten auf meinem Chimera State Facebook-Kanal bezüglich unserer geplanten Ferienimmobilie auf Nordzypern. In diesem Video nehme ich euch mit auf die Baustelle des Projektes, für das wir uns entschieden haben, und zeige euch die dort verfügbaren Penthouse- und Gartenmuster-Apartments. In der zweiten Hälfte des Videos nehme ich euch dann mit an den angrenzenden Strand und natürlich erfahrt ihr im Laufe des Videos, warum wir uns ausgerechnet für ein Apartment in dieser Anlage entschieden haben. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über ein Like und Kanalabo. Bei Fragen rund um Nordzypern könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder aber auch über Facebook eine Direktnachricht senden. Für alle, die mein erstes Video über Nordzypern noch nicht gesehen haben, verlinke ich dieses oben rechts und unten in der Infobox. Das letzte Mal persönlich besucht habe ich die Baustelle Anfang September 2021 und wie ihr seht, standen zum größten Teil nur die Rohbauten. Am günstigsten kauft man auf Nordzypern Immobilien, wenn sich diese noch in der Planungsphase befinden. Auf Englisch nennt sich das Ganze dann Off-Plan. Mit fortschreitendem Baufortschritt werden die Preise angezogen und 20-30% Aufschlag sind hierbei gang und gäbe. Die Anlage, die uns besonders gut gefallen hat, liegt direkt am Meer und besteht aus insgesamt 4 Bauphasen. Die erste davon wird bereits im Sommer 2022 fertiggestellt. Bauphase 1 umfasst gerade mal 13 Gebäude, wobei ein Haus aus 2 Penthäusern und 3 Gartenapartments besteht. Während wir nach vorn hinaus aus unserem Gartenapartment direkt aufs Meer blicken können, erstreckt sich auf der Rückseite des Gebäudes ein 70 Meter langer Pool sowie ein Fitnesscenter und Spa. Die Penthäuser haben eine Wohnfläche von 100 Quadratmeter, eine 35 Quadratmeter große Außenterrasse sowie eine 50 Quadratmeter große Dachterrasse. Bei den Quadratmeterangaben muss man jedoch beachten, dass hier auf Nordzypern die Außenwände mit einberechnet werden. Die Nettowohnfläche fällt damit ein wenig kleiner aus. Die meisten Apartments und Häuser auf Nordzypern kommen voll ausgestattet mit Einbauküche, Einbauschränken, Badezimmermöbeln und Klimaanlage. In unserem Fall sind sogar alle Küchengeräte mit dabei. Einzig und alleine Couch, Terrassen, Schlafzimmermöbel und Fernseher müssen noch bezogen werden. Aber auch hier werden verschiedene Einrichtungspakete angeboten, sodass man auf Wunsch direkt in die bezugsfertige Wohnung einziehen kann. Der Vorteil, vor der Fertigstellung eine Immobilie zu beziehen, ist neben dem Preis, dass man die Innenausstattung wie Fliesen, aber auch Grundrisse noch mitbestimmen kann. Und die Auswahl an Fliesen für unser Apartment war sehr üppig und vieles, was in Deutschland einen großen Aufpreis kosten würde, war hier im Standard bereits inbegriffen. Der Grund, warum wir uns für ein Gartenapartment letztendlich entschieden haben, war, dass diese ebenerdig sind und man somit keine Stufen steigen muss, was gerade für meine Eltern ein wichtiger Faktor war. Außerdem gefiel uns der Grundriss sehr gut und die Aussicht ins Grüne. Zudem haben wir somit die Möglichkeit, den großen Garten zu nutzen. Die Farbe der Küchenfronten und Wandpaneele, die ihr hier im Video seht, ist nur eine von vielen Auswahlmöglichkeiten und wir konnten die Küchenarbeitsplatte, Küchenfronten und auch die Farbe der Einbauschränke, Türen und Wandverkleidungen ebenfalls nach Wunsch auswählen. Was uns letztendlich zum Kauf eines Gartenapartments bewogen hat, ist die Lage. Zum einen befindet sich diese bei Essentepe, sodass nur maximal 2-stöckig gebaut werden darf. Das heißt, auch zukünftig sind hier in erster Strandlage keine mehrstöckigen Gebäude und Hotelanlagen zu erwarten. Zum anderen liegt unser Gartenapartment direkt am Meer, sodass wir vor uns einen unverbaubaren Meerblick haben und ein Fußgängerweg direkt zum Strand führt, ohne dass wir eine vielbefahrene Straße überqueren müssen. Gerade letzteres war bei allen anderen Projekten, die wir uns auf Nordzypern angeguckt haben, leider der Regelfall und überall trennte eine Straße die Wohnanlagen vom Meer. Was in unserem Fall ebenfalls zur Kaufentscheidung geführt hat, ist, dass wir vor Ort jemanden kennen. Ich wurde über eine sehr gute Freundin auf Nordzypern und das Projekt aufmerksam gemacht. Sie selbst ist im November dorthin ausgewandert, um das Fitnesscenter in der Anlage mit aufzubauen, zu leiten und selbst in der Anlage zu leben. Gegenseitig konnten wir uns zum Beispiel bei der Vertragsgestaltung austauschen und regelmäßig bekomme ich von ihr Updates zum Baufortschritt. 2 Video-Updates möchte ich an dieser Stelle gerne mit euch teilen. Das erste zeigt den Baufortschritt im Innenausbau unseres Apartments. Wie ihr sehen könnt, sind die Bodenfliesen bereits gelegt, ebenfalls die Badezimmerfliesen und aktuell werden auch bereits schon die Küche und die Einbauschränke aufgebaut. Wie ihr sehen könnt, besteht unser Apartment aus einer großen offenen Wohnküche und 2 Schlafzimmern, wobei eines davon als Master Bedroom fungiert und ein Badezimmer beinhaltet.
Das zweite Video zeigt den Fortschritt des 70 Meter langen Pools. Ja, wie ihr sehen könnt, eine echte Traumlage zwischen Bergen und dem Meer. Und dazu muss ich sagen, dass wir uns auch in den Bergen und der Stadt Al-Sanjak ebenfalls interessante Projekte angeschaut haben. Aber gerade bei Nutzung als Ferienimmobilie wünschten wir uns dann doch eine unmittelbare Strandlage und auch etwas Abgeschiedenheit in der Natur. In Deutschland wohne ich ja bereits in einer Großstadt und sehne mich im Urlaub dann nach dem Kontrastprogramm. Außerdem haben mir persönlich die Stadtstrände nicht ganz so gut gefallen wie die abgelegenen Strände, die sich in der Umgebung unserer Anlage befinden. Das ist auch eine gute Überleitung zum Strand, den ich euch auch mal zeigen möchte. Wie ihr seht, ist der Strand recht steinig, aber hier soll aus dem Meer Sand gewonnen werden und aufgeschüttet werden. Ebenfalls soll hier eine Beachbar eröffnet werden und eine Sportstation mit Stand-Up-Paddleboards und anderen ruhigeren Wassersportarten. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Fertigstellung und auch darauf, alle Nachbarn in der Anlage wiederzusehen, die wir auf unserer Reise im September schon kennenlernen durften. Denn natürlich ist bei einer Immobilie im Ausland auch wichtig, dass man ein tolles Umfeld hat. Wenn ihr also nett seid und Interesse an der Anlage habt, könnt ihr mich auch gerne bezüglich der Anlage oder auch einer Immobilieninspektionstour auf Nordzypern kontaktieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.